Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect 3. Ich bin der Captain, wir sind John Shepard und wir sind im Krankenhaus, das wir jetzt aber schleunigst verlassen. Wir haben Ashley besucht, mit Fane gesprochen, einigen Leuten geholfen. So, wo muss ich hin? Präsidium Unterhaus? Citadel? Ne, die Botschaften, ne? Ich muss in die Botschaften. Bei den Präsidiumsbotschaften. Aber ich brauche Beweise. Ihr Mord ist nicht ausgerichtet. Ich glaube, ich habe den Obelisken, den Sie erwähnt haben, aus dem Würgeschlund beschafft. Sie finden ihn in Bucht D24. Wirklich? Danke, Erdenclan. Falls Ihr Volk zufällig gerade mit einem geheimen Bauprojekt befasst wäre, könnte dieser Obelisk bestimmt von Nutzen sein. Woher weiß er das denn? Mehr gibt's hier nicht, ne? Nee, aber Dr. Bryson, wie komme ich denn da jetzt hin? Muss ich dann wirklich wieder... Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment, bitte. Was muss ich hier machen? Ankunft im Präsidium Unterhaus. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen. Mackenzie ist Biotiker, Dave und Graham gehen öfter auf den Schießstand. Oh, und Orion kauft ständig Mods für seine Schrotflinte. Mit der er noch nie geschossen hat. Ich mag unsere Freunde, aber wir sind nicht für den Kampf geeignet. Es ist nur, ich kann nicht mehr rumsitzen und bei den Vorgängen auf der Erde nur zuschauen. Da hast du recht. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes kämpfen? Die Allianz kann ihre Hilfe gebrauchen. Es gibt auch außerhalb der Kämpfe viel zu tun. Danke. Wer war das? Der erste Spectre der Menschen. Überteuerte Preise verlangen. Den Flüchtlingen ein. Dich kenne ich doch. Die Reaper haben uns zusammen mit unserer Welt anscheinend auch jede Kultur genommen. Jetzt zu verkaufen wäre unklug. Mir ist durchaus bewusst, was gerade geschieht. Laden Sie sie im Mutancluster ab. Und dann würde ich dazu raten, an einen sichereren Ort zu reisen. Hä? Was? Warum? Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Schrotflintenschredder. Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Fragen Sie. Ich will keine Cerberus-Panzerung. Elkos Combine. Wenn es existiert, führen Bitte wir es besuchen auch. Sie die Filialen von Elkos Combine zur Befriedigung all Ihrer Bedürfnisse. Ja. Willkommen bei Canala Export. Blood Dragon. Gelassenheit zu kultivieren ist auch in Krisenzeiten möglich. Das ist doch Dragon Age. Fischkoi, oh. Canala Export bietet Ihnen Produkte für Sicherheit und Seelenfrieden. Oh, ich brauche jetzt nichts von, ne? Ne. Ein friedliches Herz auch ein starkes Herz. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Was gibt's denn hier hinten noch? Ich denke, ich werde mit dem Schluss machen. Okay, mach das. Das ist die Amüsiermeile, oder was? Kann man hier mal so ein bisschen Spaß machen? Haben Sie nicht die Neuigkeiten von Palavin gehört? Ist hier irgendwas los? Essen aus Containern. Kneipe ist auch nicht auf. Hey, Liara!
Noch bei der Arbeit? Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Ich habe das Präsidium kaum gesehen, bevor es halb zerstört war. Und nach dem Aufbau war schon wieder Zeit für die nächste Invasion. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Wir schaffen das schon. Gönnen Sie sich auch mal etwas Ruhe. Ich weiß, aber es gibt immer Aufgaben oder Besprechungen. Ach übrigens, reden Sie mit dem Volus, Barla Von. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Okay. Dann mache ich das. Alles klar, wenn du das sagst, mache ich das. Erstmal gucken wir hier noch ein bisschen rum. Wenn noch irgendwo einer rumgammelt und Pause macht. Idi! Hey! Hallo, Shepard. Sieht aus, als würden Sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes? Die Unmenschlichkeit des Menschen? Ob es eine objektive Realität gibt? Was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt, aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Shepard, Sie haben sexuelle Erfahrungen aus erster Hand. Woher wissen Sie, wenn jemand emotional engagiert ist? Ja. Sie sind offen. Das zeigt sich an verschiedenen Dingen. Man muss ständig an die andere Person denken. Man bittet sie um Treffen, macht Geschenke, hört eine bestimmte Musik. Ich brauche aber nur Hardware- und Software-Upgrades. Und für meine Kernprogrammierung ist Musik völlig bedeutungslos. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen. Nein, Sie sollten ganz entspannt etwas tun, was Sie beide mögen. Etwas Einfaches. Humor zum Beispiel. Korrekt. Ich werde mich informieren, ob es irgendwo auf der Citadel Comedy-Shows gibt. Scanne. Meinen Sie, er würde der Mann, der sich aufhängte, mögen? Es geht um einen liebeskranken Schönheitschirurgen. Es ist scheißegal, was ihr euch anguckt. Edi, wichtig ist, dass man Spaß hat, egal was man macht. Und wenn Sie Spaß daran haben, hat er ihn wahrscheinlich auch. Dann ist das Resultat eine Unbekannte. Aber Sie meinen, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich je verliebt, ohne ein wenig Mut zu beweisen. Verstehe. Ich denke, meine Chancen haben sich ihretwegen verbessert, Shepard. Danke. Ja. Mache ich doch gerne. Ein Roboter. Willkommen bei Casa Fabrication Waffen. Und der gute Joker. Danke, dass Sie bei Casa Fabrication Waffen eingekauft haben. Willkommen in der Citadel Geschenkeboutique. Alle Annahmen. Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Sportartikel? Ey, das sind. Alle lizenzierten Jägerinnen erhalten auf Anfrage einen Profi-Rabatt. Seid mein's Heil. Hey Joker, brauchst du auch noch ein paar Tipps? Hey Commander, sehen Sie mal. Schlagzeile, neuer Blasto-Film bricht am Startwochenende Rekorde. Dann gibt's noch Artikel über Quasar-Turniere. Tipps, wie man seine Wohnung größer erscheinen lässt. Und, ach ja, eine fette Reaper-Invasion. Sie haben keine Ahnung. Wenn es um die Galaxie geht, halten sich die Leute an das, was sie kennen. Als ob das was Gutes wäre. Besser als Aufstände auf den Straßen. Mag schon sein, aber gibt's denn keinen Mittelweg? Etwas weniger Gartenpflege und mehr Kriegsvorbereitung. Kommt schon noch, sobald die Leute aktiv helfen kann. Und bis dahin ignorieren sie die unabhängige KI auf dem Präsidium. Hat sie Ärger gehabt? Nein, sie ist mein Mobilitäts-Mac.
Dank des Wrohlig-Syndroms darf ich sie offiziell überall mit hinnehmen. Endlich bringt mir der Behindertenausweis mal was. Sie ist sicher auch froh, mal ein bisschen was zu sehen. Oh, sie hat sich den Landgang verdient. Jung, jung, jung. Wenn du wüsstest. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt, ich bekomme von Ihnen eine Rückerstattung, wenn ich einen Termin mache. Sie stehen nicht auf meiner Terminliste und Sie haben keinen Rechnungsbeleg. Außerdem glaube ich nicht, dass wir dieses Modell überhaupt noch führen. Hören Sie, ich brauche kein neues Modell oder einen Gutschein oder sonst was. Ich will nur mein Geld zurück. Ohne einen Kaufbeleg in irgendeiner Form kann ich nichts machen. Ich könnte das Garantieheft aus meinem Wagen holen. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt, ich bekomme von Ihnen eine Rückerstattung, wenn ich einen Termin mache. Sie stehen nicht auf meiner Terminliste. Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Ja, Sie haben recht. Bringen wir es hinter uns. Hier, ich habe Ihnen eine volle Rückerstattung geschickt. Geht doch. Wirklich? Ja. Meinen Sie das ernst? Mein Gott, jetzt hör auf zu haken. Eine volle Rückerstattung? Och. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die kompletten 15 Credits. 15 Credits. Hey, danke. Willkommen bei Agor Munition. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Ah. Beachten Sie beim Kauf von Schutzausrüstung bitte die geltenden regionalen Regierungsvorschriften. Cool. Neue Brustplatte. Unsere Kundendienstexperten sind stets am Ankauf neuer Technologien interessiert. Kühlkörper 2. Agor-Munition. Unsere Angebote sieht man nicht mal kommen. Kann der was? Nichts, was mir nützlich ist. Willkommen bei Sippertin-Waffen. Sturmgewehr Thermozielfernrohr. Zu vernünftigen Preisen. Das ist Sippertin. Oh. Der Gewinn aus sämtlichen Verkäufen geht an die Truppenhilfe auf Pelevan. Laufverlängerung. Alle Produkte von Ciprutin-Waffen haben eine lebenslange Garantie auf Schussleistung. Einzelheiten finden Sie auf unserer Extranet-Seite. Ach, man kann ja immer nur eins benutzen, ne? Der Gewinn aus sämtlichen Verkäufen geht an die Truppenhilfe auf Pelevan. Ja, komm. Professionelle Ausrüstung zu verlieren. Also, ich soll mit Balavon sprechen. Balavon. Raus? Das ist problematisch. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren, damit die Wassertemperatur konstant bleibt. Okay. Wärmeeinheitsstabilisatoren. Ich weiß, was Sie meinen. Ich hatte gedacht, wollen Sie dahin? Zur Zuflucht. Wenn wir von Finanzvorgis auf Militärgerät umschwenken, verlieren wir Millionen. Dumm, 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 dumm. Muss ich mir gleich mal überlegen, wie ich zu Dr. Bryson komme. Muss ich dann das Schiff verlassen und wieder zurückkehren? Commander Shepard. Hallo. Lange nicht gesehen. Na? Balavon, falls Sie es vergessen haben. Finanzberater. Und ein Bekannter von Admiral Anderson. Ich bewundere seinen Mut, auf ihrer Heimatwelt den Kampf aufzunehmen. Ja, Domini Darth Vader. Ich erinnere mich an Sie, er ist ein tapferer Mann. Wir brauchen mehr Leute wie Anderson, wenn wir gewinnen wollen. Korrekt. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Eine größere Söldnergruppe bietet ihre Dienste jedem an, der sie aus einem von Reapern kontrollierten Gebiet herausholt. Wenn sie das tun, verstärken die ihre Armee. Danke für den Tipp. Es interessiert mich einfach nicht, was er dabei rausschlägt.
Vielen Dank für die Information. Sie sollten die Sache nur bald in Angriff nehmen. Die Reaper rücken viel zu schnell vor. Kommen Sie nach der Exfiltration zu mir. Ich bin noch eine Weile in meinem Büro. Der galaktische Markt ist ziemlich bewegt. Alles klar. So. Willkommen, Commander Shepard. Rede ich jetzt mit Arya? Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Einen Moment bitte. So, warte mal. Wenn ich jetzt Doktor... Ah, so. Haha. Bin ja gar nicht ganz so doof. Nein, hier passiert da wieder irgendwas. Ich will, dass Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von den Einsatzteams aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen. Verzeihen Sie, Commander. Der Rest meines Teams verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson. Und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. Das klingt nützlich. Ich hätte Ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf Ihren Proteaner-Sender gehört, wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, nähern wir uns einem Durchbruch. Hadley, haben Sie die Daten? Nein. Oh, Alter. Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit, sofort! Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edie. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. Was? Ich? Was ist hier los? Mörder. Sie haben Ihren Boss erschossen. Er ist tot. Warum? Nachdem sie kamen, war es dunkel. Kalt. Sehen Sie ruhig hin! Sie waren das! Sie haben abgedrückt und ihn getötet! Nein! Nein! Das kann nicht sein! Nein, ich bin kein Mörder! Also hat jemand anderes abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun! Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. Indoktrination? Ich? Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher, Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls sie... Ah! Was ist los? Zurück. Wovon reden Sie? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Verdammt. Bringen Sie ihn in die Klinik. Vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist. Jawohl, Sir. Commander, das sollten Sie sich ansehen. Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan von Tis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen.
Kurzfassung bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Was? Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau, das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden. Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer, quasi den Spitzenprädator. Und das macht sie nervös. Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Könnte nützlich sein, ne? Ich verstehe, Bryson. Alles, was einen Reaper zu Fall bringt, ist die Suche wert. Trotz der potenziellen Gefahren dabei würde ich zustimmen. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Da liegt's doch. Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Gano. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Dann geben Sie mir eins. Wir können ihn gemeinsam finden. Dann konzentrieren wir uns auf das, was er sagt. Er wollte Leviathans Weg extrapolieren. Und er wollte rechnen. Es war kein Blindflug. Er hatte Daten. Jede Menge Daten sogar, wenn man sich dieses Büro ansieht. Also, wie schränken wir es ein? Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garneau. Okay. Ey, was ist denn das? Okay. Wow. Sagt uns das hier, wohin Garneau gegangen ist? Nein. Aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Das Labor nach Hinweisen durchsuchen. Okay. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garneau folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Verbrechen mit Blackout. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Oh, jetzt machen wir hier so eine Detektivgeschichte oder was? Haha. Dann müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier noch Schönes? Videolog, verschlüsselte Daten. Was haben wir denn hier? Die Sovereign, Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich? Nicht gut. Haha. Das scheinen verschlüsselte Daten über die Aktivität der Reaper-Flotte zu sein.
Halten Sie das für relevant? Möglich. Aber das lässt sich ohne mehr Daten nicht sagen. Und ohne den Codeschlüssel. Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten, werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. In der Nähe seines Herzens? Was bedeutet das? Gute Frage. Wo ist die Leiche? In der Nähe meines Herzens. In der Nähe meines Herzens. Der Torianer. Ach, hier. Ja, diese komische Pflanze auf. Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Die Fotos weisen chemische Rückstände auf. Vielleicht sieht man unter einer anderen Lichtquelle etwas. Ui. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garnot könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edie, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Sehr gut. Ah. Was ist denn das? Steine. Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Oh, voll die Detektive hier. Was? Meteoritenprobe mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Okay, Kursberechnung, Suchfilter. Jetzt brauchen wir nur noch die Entschlüsselung, ne? Und darum kümmern wir uns in der nächsten Folge von Mass Effect 3. Also bis dahin.